Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Wow, zunächst mal möchte ich mich kurz bei euch bedanken. Also wir haben es tatsächlich auf 500 Abonnenten geschafft. Ich finde das echt geil. Und ich würde mich natürlich irgendwie gerne bei euch revanchieren, aber ich weiß nicht wie, weil ich biete euch ja immer schon an, wenn ihr irgendwie ein Anliegen habt, zu dem ich ein Video machen soll, dann schreibt mir das einfach. Deswegen, ja, das gilt natürlich auch weiterhin und ich freue mich auf eure Kommentare. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir weiter und zwar mit Funktionen in Python. Und zwar mit rekursiven Funktionen bzw. auch Rückgabewerten von Funktionen. Und dazu einfach mal das letzte Beispiel, das war relativ langweilig, wir haben hier nicht viel gemacht. Aber um was es geht, ist hier diese Funktion, die werden wir einfach mal umbenennen in FIP. Ich erkläre euch gleich, wozu dieses FIP da ist. Vielleicht wissen es auch manche schon. Und ja, Return-Werte. Return-Werte bedeutet so viel, oder Rückgabewerte auf Deutsch. Man kann einer Variablen, nennen wir sie einfach mal var, den Rückgabewert einer Funktion zuweisen. Also meine Funktion gibt mir zum Beispiel eine Zahl zurück. Es kann aber auch ein Buchstabe oder sonst irgendwas sein. Und damit kann ich dann weiterarbeiten. Sprich, ich habe es in dem Code hier unten dann verfügbar, wenn ich FIP von 10 schreibe zum Beispiel. Dann kommt aus FIP von 10, also in dieser Funktion wird irgendwas berechnet und dieser berechnete Wert wird dann in diese Variable reingeschrieben. Und diese Variable kann ich dann überall anders verwenden. Und das ist der Sinn der Sache. Und ja, jetzt werden wir hier einfach mal irgendwas berechnen. Also sagen wir einfach mal Return und dann von mir aus 20. Oder nee, wir geben einfach nur n zurück. N plus 1 geben wir zurück. So, totale sinnlose Funktion. Könnten wir auch einfach so berechnen, aber es geht nur um die Return-Werte. Und jetzt geben wir das einfach mal aus. Wir sagen print var. So, und jetzt ist diese Variable natürlich hier der Rückgabewert von dem hier. Und der Rückgabewert kann sich natürlich unterscheiden, das werden wir aber gleich nachher sehen. Wenn ich das jetzt hier einfach benutze, ist noch von vorhin drin. Ja, ich weiß, ich habe heute mehrere Videos gemacht. Dann haben wir hier 11 als Rückgabewert, sprich, es wurde richtig berechnet. So, aber FIP bedeutet nicht, ich addiere eins drauf, sondern FIP ist eigentlich die Fibonacci-Reihe. Ich weiß, die kann man auch nicht rekursiv implementieren für die, die sich damit auskennen. Aber ich möchte sie euch ja gerade zeigen, weil man damit so schön rekursiv was berechnen kann. Und zwar die Fibonacci-Reihe ist folgendes. Wir nehmen 0, also die erste Zahl ist 0, die zweite Zahl ist 1. Und alles, was danach kommt, sind immer die zwei Zahlen vorne dran aufeinander addiert. Also 1 plus 0 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, dann 5, dann 8 und so weiter und so fort. Und die ist logischerweise endlos. Und die werden wir jetzt berechnen, und zwar rekursiv. Rekursiv bedeutet, die Funktion ruft sich selbst innen drin wieder auf. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Wir wollen die Anti-Fibonacci-Zahl berechnen, also an der, ich mach's gerade nochmal hin, das ist die nullte, die erste, die zweite, die dritte, die vierte und so weiter. Und wir wollen davon die zehnte jetzt berechnen. Wir sind zu faul, das von Hand zu machen, sondern wir wollen das eine Funktion machen lassen. Und deswegen muss die Funktion sich ja logischerweise selber wieder aufrufen, weil diese 8 ergibt sich aus 5 und 3, aber diese 5 ergibt sich aus 3 und 2 und so weiter. Das heißt, wir rechnen quasi von oben runter, wie viel diese zehnte Fibonacci-Zahl ist. Also sagen wir hier zunächst mal, okay, wir geben zurück, und zwar die Fibonacci-Zahl n-1, also an der Stelle n-1, das heißt, wenn das hier n ist, ist das hier n-1. Und das hier ist n-2. Das heißt, wir müssen plus FIP von n-2 machen. So, jetzt könnte man vielleicht denken, wir sind fertig. Das Problem ist, wenn wir das laufen lassen, und das ist eigentlich fast bei allen, eigentlich bei allen Rekursionen so, man muss irgendwie ein Abbruchkriterium haben. Denn wenn ich jetzt das laufen lasse, dann berechnet es mir, okay, FIP von n-1. Und das wiederum berechnet mir auch irgendwann mal FIP von n-1. Also das hier und dann das hier und dann das hier. Ja, was mache ich, wenn ich da bin? Diese 1 berechnet sich zwar aus 0, 1, aber diese 1 berechnet sich aus 0 und was? Und da gibt es dann einen Fehler, weil die sind nicht definiert. Das heißt, wir müssen sagen, sobald wir irgendwo angekommen sind, müssen wir abbrechen. Das heißt, wir schreiben hier ein if hin. Ups, das muss natürlich auch eingerückt sein. Und jetzt ein ganz kleiner Trick, das ist aber vom Algorithmus, das ist irgendwie nichts Besonderes. Wenn n kleiner, upsala, kleiner als 2 ist, dann geben wir n zurück. Sprich, kleiner als 2 bedeutet, wir sind hier, also wir sagen, okay, diese 0 existiert für uns einfach nicht, die lassen wir außen vor. Wir fangen bei der 1 an, bei der ersten, die zweite Zahl ist halt auch nur 1.
Ah, halt gar nicht, gelogen. Wir brauchen die 0 doch. Also wenn wir an der Stelle 1 oder 0 sind, was anderes können wir da nicht erreichen. Sprich, wenn wir bei 2 sind, gehen wir noch hier unten rein. Also das ist unser Else-Block hier unten. Fangen wir mit dem Else-Block an, den haben wir ja schon. Else. Müssen wir logischerweise einrücken. Und hier wird die FIP von n-1 und FIP von n-2 berechnet. So, wenn es jetzt aber das unterste ist, also es kann ja das niedrigste n, was dabei rauskommen kann, oder wo wir in den Else-Block gehen, ist 2. So, für n gleich 2 haben wir 0, 1 und das ist die zweite Zahl. So, und da berechnen wir dann das hier und das hier. Und für die beiden gehen wir in den if-Block hier oben. Das ist dann unsere Abbruchbedingung und sagen, okay, anstelle 0 ist es 0, wie wir es hier definiert haben, und anstelle 1 ist es 1, wie wir es auch definiert haben. Oder wie sie quasi einfach funktioniert. Das heißt, wir geben hier einfach mal n zurück. Ihr könnt natürlich da auch ein if und ein elif machen und dann schreiben if n gleich 0, return 0, if elif n gleich 1, return 1 und dann dieses else Statement. Das geht genauso. Aber so ist es kürzer. Gut, und jetzt können wir die Fibonacci-Zahl berechnen, ohne dass wir in eine Endlosschleife bzw. Endlosrekursion verfallen und das ganze Programm dann abstürzt. Das wäre nämlich nicht so schön. Und zwar zeige ich euch das gerade mal. 55 ist scheinbar die 10. Fibonacci-Zahl. Ich bin mir jetzt da gerade nicht sicher, ob das so stimmt. Aber, ja, vertrauen wir einfach mal dem Programm und geben was Höheres ein. Zum Beispiel 100. Und dann sehen wir vielleicht auch schon, was das Problem bei der Implementierung ist. Ihr seht, es dauert unglaublich lange. Und genau das ist das Problem. Wir berechnen nämlich jedes Mal, berechnen wir FIP von n-1. Und für FIP von n-1, also sagen wir mal, wir sind bei der 8, dann berechnen wir die 5. Aber diese 5 braucht, um berechnet zu werden, auch diese 3. Aber die 3 berechnen wir hier nochmal neu. Sprich, wir haben einen unglaublichen Aufwand und deswegen macht man sowas eigentlich, also berechnet man sowas nicht. Aber in manchen Fällen ist es wirklich sinnvoll, so eine Rekursion zu benutzen. So sieht es übrigens aus. Mit STRG-C könnt ihr das Ganze interrupten. So sieht es aus, wenn ihr dann eine Rekursion interruptet, die sich selbst ziemlich oft aufgerufen hat. Also das hier sind jetzt alles irgendwelche Aufrufe von sich selbst. Ja, und da wäre noch mehr dazugekommen. Aber ich glaube, das passt so. Gut, das heißt, ihr wisst jetzt, wie Rekursionen funktionieren. Also immer schön ans Abbruchkriterium denken. Und ihr wisst, wie man Rückgabewerte benutzen kann. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Ciao, ciao.